Suntay sei ganz herzlich begrüßt hier zu diesem aktuellen Wochenengellicht-Orakel in dieser ja fast letzten Novemberwoche vom 20. bis 27. November. Und ja, dann beginnt ja schon die Adventszeit. Dann wird es sehr heimelig und sehr lichtvoll mit den Energien im Dezember. Und ja, wir schauen heute rein, was diese Woche für dich wichtig ist oder Botschaften kommen, worauf du achten darfst oder was dich unterstützt. Und du darfst gerne aus einem dieser Stapel oder wundervollen Monoatomen Andara wählen. Du erhältst alles bei mir im Shop, ist unter dem Video verlinkt auf meiner Webseite estania.com. Und ja, ich schwinge heute ein mit dem Pendel einerseits, mit dem Lichtheilerpendel, die gibt es auch bei mir. Das sind Kristallpendel, die aber ganz speziell von mir in der geistigen Welt programmiert werden. Also tatsächlich auch mit einem Gerät programmiert werden mit bestimmten Frequenzen, die eben bestimmte Themen wie Heilthemen und Auflösungsarbeiten, Transformationsarbeiten und Heilarbeiten energetische unterstützen. Die findest du auch bei mir auf der Webseite. Und genau, das werde ich hier für jede Botschaft noch kurz mit unterstützen, mit dem Lichtheilerpendel. Und genau, auch die Karten sind unter dem Video verlinkt. Wenn dich das interessiert, kannst du da nachschauen. Und genau, auch zu den Monoatomen Andaras, was diese sind und bewirken, findest du alles auch auf meiner Website. Und ich habe ja auch schon einige Videos und viele Informationen darüber geschrieben und aufgenommen. Das sind ganz spezielle ja, Kristalle, die aus den höheren Dimensionen zu uns gekommen sind, schon durch die Erde, aber eben aus einer ganz anderen Ebene, weil sie ganz andere Strukturen und Energien vorweisen, wie alles, was wir bisher an Kristallen oder Edelsteinen auf der Erde kennen. Und deswegen sind sie sehr hochschwingend und helfen uns, unterstützen uns in unserem Prozess und ja, aufzusteigen weiter. Genau. Und da wir ja auch in den Neumond gehen, wir kommen ja in die Neumondwoche, ich glaube am Dienstag ist Neumond, Dienstag oder Mittwoch, gibt es natürlich wieder ein Runen aus meinem Runenkästchen, noch je zu jeder Botschaft dazu. Und ja genau, dann schauen wir jetzt mal, was uns diese Woche erwartet, beziehungsweise jeden Einzelnen hier, die wo sich für diese Botschaften entschieden haben. Und damit wir jetzt hier mehr Platz haben, schiebe ich jetzt einfach hier die anderen auf die Seite. Ich sage da nochmal jeweils zu den einzelnen Botschaften und Andaras noch natürlich etwas dazu, wenn wir zu den Botschaften kommen. Wir beginnen jetzt hier mit diesem, wow, fast elektrisch grünen, nennt sich das. Der ist so ein bisschen milchig, also hat so ein bisschen einen Aura-Angel-Schleier drin. Die können golden sein oder sie können einfach so ein bisschen weißlich-milchig sein. Und er leuchtet im Licht richtig ganz grasgrün. Hier sieht man so ein bisschen, weil hier das Licht jetzt gedimmt ist an der Kamera, an diesem Platz, aber in Tageslicht arbeiten sie ja besonders gerne mit dem Sonnenlicht und mit dem Tageslicht, sieht man das, dass der ganz, ganz intensiv grün leuchtet. Ja, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Ganz starkes inneres Leuchten hat diese Andara und diese steht auch, diese Energie für das, für die neue Zeit, für die neue Herzenergie. Das ist eine ganz frische, lichtvolle Energie, die auch natürlich mit den Engeln und aber auch mit vielen Lichtwesen in Verbindung steht, auch mit den Plejaden und den Naturwesen und den Zwischenreichen.
und bringen eben ganz viel, ja, ich sag mal auch magische Heilcodes zu dir und erweitern auch deine Herzräume, bringen eben frischen Schwung, neue Energie. Und wir schauen mal direkt rein, was denn da bei dir so erneuert wird und auch in Fahrt gebracht wird. Denn dieser, ja, intensive hellgrüne oder Electric Green, würde ich fast sagen, also er geht schon in die Richtung, das heißt, es ist der höher oktavierte Strahl des grünen Lichtes, sind die Frequenzen sehr schnell und sehr intensiv, gehen sie ins Zellbewusstsein hinein auf der energetischen Ebene. Also das ist eine Farbenergie und eine Andara-Energie, die sehr stark beschleunigt, also in Fahrt bringt, in Bewegung bringt, vorwärts bringt, ja, in unseren Herzenswünschen und in Projekten und eben in Verbindung immer mit Gaia und ihren, ja, Naturwesen. Und wir schauen mal, die erste Karte ist eine Tarotkarte. Das Thema, die drei der Kelche. Man sieht hier drei Raben, die hier so ein bisschen spielerisch durch die Lüfte fliegen und wirklich Spaß miteinander haben. Einfach am Sein, miteinander zu sein. Und das ist das Kernthema für dich. Ja, wünschst du dir das vielleicht einerseits, in dieser Leichtigkeit, in dieser Unbeschwertheit zu sein? Und das zeigt ja auch diese Andara-Energie an. Miteinander zu sein, mit Gleichgesinnten, mit Freunden, Freundinnen. Ja, einfach ganz unbeschwert Dinge miteinander, Spaß zu haben, ja, also ganz frei von irgendwelchen Thematiken oder Belastungen. Und das zeigt das Kernthema an. Also einerseits kann es jetzt für dich bedeuten, dass du dich danach sehnst, dass das fehlt, dass du dir das sehr wünschst. Oder und eben, es sind schon ja Menschen da, aber genau, irgendetwas blockiert es vielleicht oder du kannst dich nicht ganz so frei da fallen lassen oder dich zeigen, ja. Und für manche, die jetzt diesen Stapel gewählt haben, zeigt es natürlich eben genau den Aspekt an, dass es jetzt darum geht, dass du dich im Moment sehr eingebunden fühlst und sehr in deiner Gemeinschaft und mit Freunden, Seelenverwandten, wie auch immer, ja, ganz viel in der Gemeinsamkeit erleben darfst. Aber wir schauen jetzt mal rein, was da noch für eine Botschaft oder Botschaften dazukommen. Und hier haben wir die Königin der Schatten. Und es zeigt es nämlich genau an. Die Königin der Schatten zeigt an, dass hier ein Thema blockiert ist oder noch eben im Schatten liegt, im Verborgenen. Dass hier Anteile sind, wo du dich selbst begrenzt, ja. Also das ist auf jeden Fall im Unterbewusstsein. Das ist auch, das ist ein Anteil von dir, was sich da auch schon ganz gut eingegliedert hat, ja. Und da, ich sage mal, mit dieser Situation oder mit diesem Thema, ja, sich schon irgendwie abgefunden hat, ja, so abfinden, genau. Also für mich heißt es genau, dass hier ein Thema ist. Da gibt es ein Thema mit dieser Situation oder Energie, mit diesem Wunsch, ja, in einer Gemeinschaft zu sein, eingebunden zu sein, spielerisch, freudig, unbeschwert, unbedarft, miteinander einfach, ja, sich auszutauschen, Freude zu haben, etwas zu unternehmen, zu kommunizieren, was auch immer, ja. Das sind gar nicht so tiefgreifende Dinge, sondern einfach das Miteinander sein und dass jeder so sein darf, genau, jeder darf so sein, wie er ist und sich auch zu zeigen. Und vielleicht ist das genau das Thema bei dir, ja, dass du dich nicht traust, dass da ein Thema ist, wo du eben dich selbst blockierst, wo
wo du diesen Anteil in dir trägst, die sich da abgekapselt hat, weil du schon zu viele negativen Erfahrungen und Prägungen hast zum Thema, genau, Miteinander, Freundschaften, Beziehungen. Aber eben hier geht es nicht nur eben um dieses Duale, also ich und du, sondern wirklich mit mehreren Personen. Ja, das kann auch Familienthemen, also Familienbeziehungen anzeigen, aber auf jeden Fall geht es hier um mehrere. Und es geht darum, dass du dich so zeigen darfst, wie du bist und dich so fallen lassen darfst und angenommen wirst und auch die anderen annimmst, so wie sie sind, auch wenn es vielleicht ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Wesen sind von Menschen, ja. Und genau das ist das Thema. Und genau dabei unterstützt dich diese neue Herzenergie vom Andara, ja. Also schau mal hinein zu dir und befreie mal die Königin der Schatten. Vielleicht hast du schon vor längerer Zeit dich da ein bisschen abgekapselt oder wie gesagt, hast du da einfach Triggerpunkte, Verletzungen, unschöne Dinge erlebt. Mit Verurteilungen, Urteil oder ich konnte nicht so sein oder bin dann irgendwo verraten worden oder gemobbt worden, intrigiert worden oder ausgeschlossen worden, ja. Alle diese Themen, schau da mal hin, ja, da ist etwas und da hat sich das, dieser Anteil in dir eben zurückgezogen und lebt wirklich ein Schattendasein in dir. Und das blockiert dich jetzt auch wieder, weil wie gesagt, dieser Anteil hat sich ja da schon jetzt ganz gut eingerichtet, ja, in dieser Dunkelheit und in dieser Abgekapseltheit. Das ist zwar immer wieder, triggert dich das dann, aber eben du, dieser Anteil sagt ja, nö, wieso, mir geht's ja gut so, ja, weil da könnte ja dann nur wieder das und das passieren oder ich könnte die und die Situation dann wieder erleben, das möchte ich nicht, ja, oder Verletzungen oder wieder irgendwie wegen irgendeinem Aspekt meines Seins irgendwie ausgegrenzt werden oder verleumdet werden. Und somit, genau, baue ich mir lieber meine Schattenwelt auf. Ja, also sie hat sich ja hier wirklich, es ist ja eine Königin, das heißt, sie hat sich ja hier wirklich ein Reich aufgebaut, ein Schattenreich. Ja, aber das wiederum trennt dich ja immer mehr von dem wirklichen Leben und von dem, was wirklich sein kann und sein darf. Ja, das kann natürlich weit zurückreichen. Ja, das können auch noch Prägungen auch sein. Natürlich tragen wir auch sowas von früheren Leben noch in uns. Aber es hat auch ganz klar jetzt Bezug in diesem Leben. Also wichtig, dass du diesen Anteil jetzt erlöst ins Licht und wieder zulässt, dass du frei und unvoreingenommen und ganz neu da dich verbinden darfst und auch mit anderen gemeinsam einfach was, auch einfach mal was ganz Nettes, einfach Nettes und Schönes erleben darfst, unbeschwert, ja. Wir schauen mal noch rein, ja, und guck mal, genau, das innere Gleichgewicht, hier mal auch wieder, schau mal, hell, dunkel, Tag und Nacht und schön ist hier die Verbindung, die Diagonale, hier haben wir die weiße Taube beim Mond und der Sonne, genau, hier der dunkle Vogel, also wie der Rabenvogel. Also haben wir hier die Diagonalen. Also es geht um dein Gleichgewicht, das Gleichgewicht wiederherzustellen von deinen Anteilen, von diesen Schattenwelten und Schattendasein. Was eben damit zu tun hat, dass du wieder wirklich oder überhaupt jetzt mal ganz klar Freude haben darfst mit anderen, im Gemeinsamen, im Team, im... Das kann auch beruflich natürlich dann auch sein. Ne? Wenn dieses Thema verletzt ist, dann neigen wir dazu, immer alles alleine zu machen, alleine zu bleiben oder lieber eben die Dinge selbst zu regeln, ja, und das zu versagen. Ja, also das, also dass wir es nicht, dass wir es uns selbst nehmen, das zu leben, ja, dass wir es uns untersagen, uns selbst auferlegte Glaubensmuster, selbst auferlegte Themen, ja, Muster, vor allem im emotionalen Bereich, ja, weil hier geht's ja mit den Kelchen auf jeden Fall um die Emotionen und die emotionalen Seiten, ja. Oh wow, da können wir ja schon mal ein bisschen dran gehen, dass wir auch ein Pendel, das
mal auflösen. Und ich ziehe jetzt mal noch spontan zwei Runen für dich. Und da haben wir wieder den Schutzengel. Und guck mal die Wege, also hier die Entscheidungen. Genau. Ja, und das ist die Schutzengel-Rune. Dein Schutzengel ist bei dir, bitte verbinde dich mit deinem Schutzengel, rufe ihn zu dir. Und es geht jetzt hier um eben, du stehst jetzt an einem Wendepunkt, an einer Wegkreuzung, ja, zu diesem Thema. Und das darf jetzt wirklich erlöst werden, befreit werden und zu schauen, was genau das emotionale der Grund ist, der Glaubensmuster oder irgendwas, was da mal gesetzt wurde in dir, warum du da aus deinem Gleichgewicht gekommen bist und warum du da so eine innere Schattenwelt aufgebaut hast. Ja, dein Schutzengel hilft dir dabei. Und wie gesagt, jetzt ist die Zeit, da neue Wege oder überhaupt mal diese Richtung zu verändern. Ja. Gerne unterstütze ich dich auch dabei. Das ist ja auch so ein Hauptthema in meinen Sitzungen, Beratungen, dass wir schauen, welche Muster da noch sind und die aufzulösen. Da kannst du mich auch gerne buchen dafür. Und jetzt gehen wir mal rein. Atme mal einen Moment tief ein und aus. Stelle bitte die Beine nebeneinander. Atme tief, ja, und ich spüre schon, ja, da ist wirklich da, das ist ein ganz schwieriges, lastet auf deiner Seele, ja, weil du wünschst dir das so sehr. Und wir bitten jetzt schon mal um Auflösung dieser Verlustängste, Verlust, Thema, Angst oder Blockade, sich zu zeigen in der Gemeinschaft, sich einzubinden, sich einbinden zu können, dein inneres Gleichgewicht wieder auszubalancieren, all den Schmerz, Trauer, Verletzungen, alte emotionale Wunden in die Heilung bringen, in die Sichtbarkeit, damit es dir noch klarer wird auch und du es loslassen kannst. Sichtbar machen, Heilung für all diese dieses verletzte Thema, Freude am Sein, Freude im Miteinander, Leichtigkeit und spielerischer Umgang miteinander in der Gemeinschaft. Dein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen, Schatten zu erlösen. Ich bin göttliches Licht. Ich bin geborgen in der Liebe, ich vertraue. Es hat auch was mit Vertrauen zu tun wieder. Öffnung, Vertrauen. Atme mal tief rein. Lassen das jetzt einfach mal arbeiten. Das ist natürlich jetzt hier nur ein kleiner Ausschnitt und eine, sag ich jetzt mal, Mini-Blitz-Energiearbeit. Aber du merkst es schon, ja, dass da jetzt was läuft. Trink auch danach bitte ein Glas Wasser und schreib dir auch nochmal auf Themen, was da hochkommt oder was sich zeigt an so Muster, die da im Schattendasein sind zu dem Thema Miteinander zu feiern, zu leben, miteinander Dinge zu tun, beruflich wie privat. Atme tief ein und aus. Okay. Und wie gesagt, auch dein Schutzengel, nimm ihn mit ins Boot. Und wie gesagt, gerne, wenn du magst, können wir auch da mal noch so gemeinsam tiefer dran gehen in einer persönlichen Sitzung mit mir. Wow. Marame. Und das jetzt auch zum Neumond. Wunderbar. Nimm diesen Flow zum Neumond mit. Ich danke dir. Sei gesegnet. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe für dich. Ja, das sind natürlich schon Themen. Das lassen wir jetzt auch hier noch wirken. Ich lege es jetzt hier mal auf die Seite. Das sind Themen, die ganz viele von uns in sich tragen. Ja, dieses Thema, ja, so sein zu dürfen, in der Leichtigkeit miteinander zu sein. Wir schauen mal rein in deine Botschaft hier. Wow, wenn du diesen leuchtenden, goldgelben, das ist wirklich so ein Gelb-Gold, will ich sagen. Ja, es ist ja mehr gelblich, aber so ein Gelb-Gold.
Und wie der leuchtet, auch genau, wenn das Licht durchfällt, ist es wirklich wie gleißende Sonnenstrahlen, wie die Quelle an sich. Und das ist es. Und hier haben wir auch wunderschöne Frequenzstrahlen. Man sieht sie hier im Licht, wenn das Licht drauf fällt. Das ist natürlich auch direkt der Strahl. Hier haben wir nochmal, sieht man sie auch, ne? Diese Frequenzringe sind hier, ganze Ringe sieht man hier schön. Und das sind alles auch natürlich so Codes, Lichtcodes, wenn wir da mit den Fingern darüber fahren. Und diese Gelb-Golden, das ist natürlich verbunden mit Erzengel Jophiel, mit den Elohimen und Meistern und Lichtwesen des gelben und goldenen Strahles und natürlich auch mit der Quelle an sich, mit der göttlichen Quelle. Und das bringt natürlich sehr viel Lichtenergie in die Aura, in die Zellen, in unser Gewahrsein, Erleuchtung, Weisheit, aber auch hier natürlich dieses macht gleich gute Laune, Freude, ja, auch Kommunikation, Kreativität, Fülle, Bewusstsein, ja, eben auch auffüllen, diese Andara-Farben, diese Andaras, mit dieser Farbschwingung füllen auch wirklich direkt das Energiefeld auf, wenn man sie bei sich trägt oder übers Herzchakra hält oder ja in der Aura damit arbeitet, ja, oder sie auch einfach anschaut über die Augen. Andaras arbeiten über die Augen, denkt dran, ja. Wir schauen mal rein, was da für ein Thema. Und interessant ist, da kamen für dich tatsächlich gleich zwei Tarotkarten sind hier mit rausgerutscht. Und da schauen wir auch, und da geht es um die sieben der Kelche. Also auch hier haben wir wieder die Emotionsthemen und die fünf der Kelche. Oha, dein Kernthema ist hier wirklich, hier ist eine große Trauer auch. Die fünf zeigt immer einen Verlust an, Traurigkeit, Verlust, ja. Verlust von etwas, es kann auch von jemandem sein oder einer Situation, Partner oder auch beruflich oder auch einfach ein Abschnitt in deinem Leben, ja, wo du einfach jetzt gemerkt hast, das funktioniert jetzt so nicht mehr oder das geht so einfach gar nicht mehr weiter. Und also das zeigt auch auf eine Trennung, auf einen Einschnitt hin. Ja, gleichzeitig haben wir die sieben der Kelche und wie gesagt, die sind beide gemeinsam raus beim Mischen und also die Wolte mit dazu und hier haben wir ja die sieben der Kelche, zeigt ja immer hier ganz viele Möglichkeiten, hier haben wir auch ganz viele Sachen, hier sind lauter Krähenschnäbelköpfe, dann haben wir hier eine Krone und ich weiß nicht, da eine Lampe, hier Federn und Perlen und lauter so Dinge. Ja, trägt da eine Perle im Schnabel, genau, und hier noch Ketten, ja, also so Schmuckstücke. Also hier geht's auch jetzt um ein bisschen Vorsicht, ja. Die sieben der Kelche sagen immer an, wow, schau jetzt genau hin, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ja. Vielleicht war das auch so etwas, wo du jetzt erkennen musstest, ja, da bin ich irgendwo auf einer falschen Spur gewesen, dass es war eine schmerzhafte Erkenntnis, eine schmerzhafte Erfahrung, ja, wo du vielleicht zu leichtgläubig warst, wo du vielleicht zu schnell irgendwo in eine Situation oder mit Menschen oder auch ja eine berufliche Situation oder finanzielle Situation getätigt hast oder halt reingesprungen bist sozusagen. Und dann hat sich's einfach als Flop erwiesen. Oder halt jetzt etwas, was von sich aus jetzt einfach sein Ende gefunden hat, ja. Wo man merkt so, okay, das ist einfach nicht mehr stimmig, das ist jetzt vorbei. Das habe ich jetzt eine Zeit lang gelebt und getan und, jetzt ist es einfach die Zeit des Abschiedsnehmens, ja. Und es ist auch wieder so das Köpfle hängen lässt und da hängen nur noch so ein paar einzelne Federle. Also es ist auch so ein bisschen
ja, wirklich eine sehr traurige Energie, aber das gehört auch dazu, weil du hast ja aber eben den Goldgelben. Das heißt, hier kommt ja die neue Fülle, die neue Lebensfreude, die neue Energie kommt ja jetzt wieder für dich. Aber sei achtsam jetzt, ja. Vielleicht bist du jetzt so am Suchen, am Gucken, Mensch, ja, aber was denn jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Was ist jetzt mein Weg? Oder was wähle ich denn da jetzt aus den ganzen Dingen, die es da so gibt, ja, ich sag mal nur gerade wie jetzt im spirituellen Bereich oder auch beruflich, es gibt, man wird ja so überschüttet mit Möglichkeiten und Angeboten, ja, dass man wirklich genau immer hingucken muss und reinspüren, ist das jetzt wirklich sinnvoll, ist das richtig, ist das auch integer, ist das auch echt, ja, also nicht irgendwie ein Fake-Angebot oder so, ja? Also wirklich mal genau prüfen, ja, was da so alles im Moment um dich herum ist, ja, das können auch tatsächlich Energien in deinem Umfeld anzeigen, ja, aber es sind auf jeden Fall auch hier emotionale Themen spi und spirituelle. Hier geht es auch viel ums Spirituelle, also dass man eben vor lauter Bäumen den Wald gar nicht sieht, ne? Oder vor lauter Wald den Bäumen, nee, die Bäume nicht vor, den Wald nicht vor lauter Bäumen, genau. Also dass einfach zu viel da ist um dich rum. Und deswegen ist jetzt mal wichtig, dass du so ein bisschen da zurücktrittst, für dich einen Schritt zurück. Verinnerlich dich mal, verbinde dich wieder wirklich mit deinem wahren Sein, deinem Ich Bin, ja, der göttlichen Quelle, denn die göttliche Quelle, Gott, wird dich nie in die Irre führen, ja, sondern wirklich das, was für dich am besten ist und wo jetzt für dich auch Wohlstand und Fülle wieder in dein Leben kommen darf, ja, und eben die richtigen Entscheidungen und die richtigen Wege. Ja, aus den ganzen vorhandenen oder auf dich, um dich herum fließenden, schwirrenden Themen, Dingen, Situationen, Möglichkeiten, ja. Also wähle weise, bleibe nicht in dem Verlust, bleibe nicht in dem Schmerzen, in der Trauer, sondern nimm es hin, dass du dich jetzt wieder verbindest in dein göttliches Ich Bin. Alles ist eine Erfahrung, ja, alles gehört dazu und es gehört auch zu dir dazu. Aber wie gesagt, jetzt sei achtsam, wachsam, achtsam, dass du hier wirklich für dich die bestmöglichste Wahl triffst, ja, und überprüfe auch alles. Das heißt auch, es ist auch so ein bisschen eine Warnung, auch im Alltäglichen oder wenn ich jetzt etwas Neues anschaffen möchte oder kaufen möchte, ja. Bitte überprüfe es genau. Ja, wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, sondern vertraue auf das Göttliche, auf das Wahrhaftige in dir. Ja, bete, geh ins Gebet, geh in die Anrufung, verbinde dich mit deiner göttlichen Quelle, mit deinem göttlichen Ich Bin. Wirke du in meinem Leben in allen Bereichen, die göttliche Ordnung jetzt, Klarheit jetzt. Ja, so arbeite so und dann spür wirklich rein, wo dich deine Intuition, dein Bauchgefühl hinführt. Und überprüfe es dann aber auch nochmal ganz klar sachlich, wirklich die Optionen. Ja, das ist ganz wichtig, ja, dass du da nicht nochmal vor den Kopf gestoßen wirst, ja, oder ja, noch Blöderes, ja. Jetzt schau mal, denn, oh, bei dir kommt die Königin der Sterne. Schau mal. Das heißt, du kannst jetzt wirklich dich wieder wirklich mit deiner Seelenenergie verbinden. Genau, das geht, darum geht's. Ja, jetzt ist wieder die Zeit. Gar nicht so viel da gucken, oh, mache jetzt das oder das und da ist das Angebot, sondern verbinde dich mit deiner wahren Größe, mit deiner wahren Schönheit, wie ich die ganze Zeit sag, göttliche Ich Bin Gegenwart. Bitte. Im Moment ist da wirklich sehr viel Scheinwelt und Dinge, die letztendlich gar nicht für dich richtig oder wichtig sind, ja, um dich herum oder bei dir. Verbinde dich mit deiner göttlichen Ich Bin Gegenwart und verbinde dich mit Gott und den Engeln. Und die Königin, wie gesagt, die Königin der Sterne zeigt es an. Verbinde dich mit deinem Ursprung, mit deiner Herkunft. Bitte um das heilende Licht. Bitte um, ja,
diesen Sternenzauber, diese Sternenenergie für dich, göttliche Energie, damit du wirklich jetzt ganz in dein wahres Potenzial gehen kannst. Das, was du wirklich bist, manchmal brauchen wir das, oder meistens brauchen wir das ja alles gar nicht da im Außen, dies und das, sondern du trägst ja das, was dich ausmacht und um was es jetzt wirklich geht in dir. Ja? Sei also, verbinde dich mit deiner Königin der Sterne, ja, und empfange das Licht und dadurch auch wieder die Verbindung, die Führung und genau, schau mal, nochmal der Trance-Tanz und guck mal die Farbe, auch hier haben wir das goldgelbe, orangene, ja, und das heißt, auch hier beide sind ja so, die Augen geschlossen, so hingebungsvoll, ne, wirklich zum Göttlichen, also verbinde dich, lass dich da wirklich in diese Ebene einschwingen. Man muss jetzt nicht gleich einen Trance-Tanz machen, man kann es, ja. Aber ja, du kannst einfach wirklich in die Meditation, ins Gebet, in die Verbindung gehen und dich wirklich wieder komplett mit deiner Seele, mit der göttlichen Führung verbinden und mit deinem wahren Selbst, mit deiner Herkunft, ja. Und dann wirst du sehen, wird aller Schmerz und Verlust und was da auch dir jetzt gerade vorgegaukelt wird, auch manches, oder wo du auch vielleicht so manche Wunschträume hast, die aber nicht wirklich jetzt der Realität oder dem Machbaren entsprechen oder einfach jetzt nicht sinnvoll für dich sind, ja, überwinden, transformieren, weil darum geht es jetzt, das loszulassen, ja, dahin zu schauen, transformieren, Blick nach innen, geh zu dir selbst, verbinde dich mit dem göttlichen Licht und dann wirst du auf dem richtigen Weg oder auch die richtigen Botschaften für dich empfangen. Ja. Trance heißt ja wirklich noch ein tieferer Zustand wie Meditation, ja. Dann sind wir direkt verbunden, eben als Kanal, um Botschaften, um Visionen zu erhalten. Und wir schauen mal noch zwei Runen. Und hier kommt auch das Pentagramm, was ja auch für Schutz steht. Schutz, auch die Magie, die gute Magie. Ja, auch Erzengel Uriel ist hier verbunden. Hier geht es auch um, also mit dem Pentagramm kann man ja eben Schutzrituale machen, Schutzanrufungen, aber auch natürlich Dinge bannen, ja, also wenn man etwas Negatives oder Ungutes weghaben möchte, dann zieht man es gegen den Uhrzeigersinn und zur Anrufung mit dem Uhrzeigersinn, ja, das Pentagramm. Und es zeigt ja auch den Fünfzackstern, hier haben wir übrigens die 5, die 5 steht für Wandlung, Veränderung, 5 für den kosmischen Menschen, ja, auch hier die Ebenen, Kosmos, die Beine auf der Erde und hier die Waagrechte, also auch die alle Ebenen verbunden und auch die Materialisation, also Materie, Geist in die Materie bringen. Und genau, also auch wirklich jetzt konkret manifestieren, ja, das Richtige und das mal ein bisschen zu bannen, ja, also das Ungute oder das Verwirrende, das die Illusionen, ja, kläre deinen Geist. Schau mal noch in die nächste Rune. Aha. Und hier geht es, das ist die männliche Rune. Es geht also hier also um eine männliche Energie oder männliche Kraft, die dich dabei unterstützt. Ja. Also bei dir heißt es dann auch, wenn du jetzt eine Frau, egal, Frau oder Mann, auch dich mehr mit der männlichen Energie, also mit dem männlichen Aspekt deiner Seele oder deines Seins jetzt hier zu verbinden, ja. Das ist ganz wichtig, dass das auch integriert wird. Also es kann anzeigen, dass hier auch eine männliche Person wichtig ist, ja. Und dass du dich auch mit deinem männlichen Aspekt verbinden darfst, ja. Ganz wichtig, ja, so nehme ich das wahr. Und genau, und deine Klarheit, deine Kraft wieder annehmen und eben diese Irrwege und Wunschdenken und diese, ja, was da um dich herumfliert, das jetzt mal ein bisschen zu bannen, ja, in die Grenzen zu weisen, in die Schranken zu weisen, damit du jetzt wirklich wieder hier
ganz in die Hingebung, in die klare Führung, in die in deine Göttlichkeit kommst und wieder in dein Vertrauen, ja. Genau, also keine Tränen mehr dem Vergangenen, ja, ganz wichtig. Und genau, jetzt machen wir natürlich auch, wo ist mein Pendel hier, auch für dich hier nochmal eine kleine Anschubsung. Und auch hier sage ich natürlich gerne, unterstütze ich das auch, wenn du das magst oder brauchst in einer persönlichen Sitzung, dass wir da tiefer gucken. Und es läuft schon, atme tief ein und aus, Füße nebeneinander auf dem Boden. Ich bin göttliches Licht und ich verbinde mich jetzt wieder mit meiner eigenen Kraft, mit der Gotteskraft in mir. Ich lasse alle Trauer los, alle Illusionen los. Ich kläre und reinige mein Energiefeld und damit mein Umfeld. Ich komme ganz bei mir an. Ich bin in meiner Kraft, im Schutz, im Licht Gottes hier. Königin der Sterne, die ich bin, verbinde ich mich mit meinem Ursprung, der Gotteskraft und empfange die wahre Botschaft, die wahre Führung für meinen Seelenweg, authentisch, klar. Ich lasse alles Vergangene los, ich halte nicht mehr fest, ich lasse die Traurigkeit los. Atme, alle Illusionen, Wünsche, Wunschdenken und lasse das goldgelbe Licht einströmen in meine Zellen. Göttliche Kraft führt mich, die göttliche Kraft lenkt mich und leitet mich. Kann sein, dass du auch gehen musst, müde wirst, ist gut, dann läuft viel raus. Ja, verbinde mich wieder mit meiner Sternenherkunft, mit meinen wahrhaftigen Möglichkeiten, Optionen, Gaben, Talenten, meiner männlichen Kraft, meiner weiblichen Kraft. Atme tief ein und aus, genau, füllen wir dich auf. Und trinke auch ein Glas Wasser. Wow. Das ist, wie gesagt, auch nur eine kleine Mini-Blitz-Energiearbeit. Aber wir haben es jetzt mal angestoßen. Und vielleicht hast du es auch gemerkt. Und dann darf es jetzt weiterwirken. Beziehungsweise du darfst natürlich dann da auch noch weiter dranbleiben, damit du wirklich jetzt hier wieder gut auf deinen Pfad und in deiner Energie kommst und bleiben kannst. Ja. Wow, Marame, ich danke dir für dein Dabeisein. Freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe dir. Bis bald. So, und dann schieben wir das zusammen. Das darf hier auch noch so ein bisschen wirken. Und jetzt zur letzten Botschaft kommen. So, zum rosafarbenen Andara. Wow, Monoatomen Andara. Ja, der Rosa, ne, das ist natürlich die Herzenergie pur, der rosa Strahl, auch hier, wunderschöne Frequenzringe, hier auch, der rosafarbene Strahl, der Liebe, Lady Nada, Erzengel Charmuel, die Elohime vom rosa Strahl, also ganz klar Herzöffner, der strömt sofort, gemacht. Weich, macht's Herz auf, Mitgefühl, Verständnis, dass wir die Dinge aus einer anderen Sichtweise sehen. Das heißt nicht, also das geht's auch um Selbstliebe natürlich, nämlich erst wenn ich mich selbst so annehmen kann und selbst akzeptieren kann und selbst lieben kann, dann kann ich ja überhaupt erst wirklich in die wahre Liebe gehen, auch in die bedingungslose, ja, die an nichts sich bindet oder festhält, sondern fließen lässt, annimmt und gibt und aber auch loslässt, wenn es sein soll. Und hier geht es eben vor allem auch um das eigene Herz. Ja, also auch hier wieder mehr Sanftheit einfließen lassen, mehr Mitgefühl für dich selbst auch, ja,
dass du dich jetzt auch wirklich hier in diese Herzenergie stellst, in dieses Liebeslicht der Engel und der Meister und der Göttlichkeit, ja, dass Ruhe, Frieden und Sanftmut in dich wieder einströmen, ja, ganz, ganz wichtig. Wir schauen mal deine Botschaft dazu. Mhm. Guck mal, hier kommt der Page der Münzen of Coins. Und hier sieht man einfach ganz nett einen, guck mal, hier ist noch alles dunkel. Das heißt, das Luminose, ein kompletter Neuanfang hier auch. Und hier geht es auch um materielle Wünsche. Die Münzen stehen ja immer auch für das Materielle, auch für Geldthemen, Finanzthemen, aber auch um Manifestationen, materielle Dinge. Und hier, schau mal, das kleine Pflänzlein, was hier schon wächst. Und hinten dran ist noch alles dunkel. Das heißt, ein ganz unbeschriebenes Blatt, alles geht hier, ist jetzt hier nochmal auf Null gesetzt worden, ja, geworden, weil es ist ja schon am Blühen. Der Same ist jetzt schon aufgegangen, ja. Das ist dein aktueller Stand. Die Samen sind auf das, wo du jetzt dran gearbeitet hast, wo du investiert hast, in dich, in dein Projekt, in die Arbeit, ja. Ob das jetzt wirklich eine berufliche Arbeit, eine finanzielle Geschichte ist oder einfach Arbeit kann ja auch anderweitig sein, ja, dass wir in unsere Spiritualität, in unsere Weiterentwicklung, Bewusstseinsentfaltung oder Ausbildung, welche Art auch immer, investieren. Jetzt nimmt es langsam eine Form an. Jetzt ist der Same aufgegangen, ja. Also jetzt darfst du wirklich schauen, es wächst, ja, du hast einen guten Samen gelegt. Es gedeiht, es ist aufgegangen, das heißt eben, es hat sich jetzt schon gelohnt, wo du investiert hast, im übertragenen Sinne auch, also in jeglicher Hinsicht. Und jetzt pflege dein Pflänzchen, pflege das Projekt, pflege diese Richtung, das, was du da gesät hast, ja, weil es ist ja jetzt am Aufblühen, am Wachsen, ja, und es braucht auch noch den geschützten Raum natürlich, klar, ganz wichtig, da ist es ja ganz jetzt empfindlich und sensibel. Ja, das Pflänzlein. Also, sei offen weiter, pflege jetzt deine innere Flamme, dein inneres Bäumchen, was da gedeihen will, ja, analog zu deinem Projekt, das, was du jetzt da gerade erst gestartet, begonnen hast oder eben neu gestaltet hast, ja. Es ist auf jeden Fall auch von der geistigen Welt hier mit ganz viel Liebe, 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 ja, gesegnet, ja, und geh auch du in diese Liebe, segne es auch du mit Liebe, ja, also das ist ganz, ganz, ganz wunderbar, wunderbar. Wir schauen mal dazu noch mehr rein. Au, da geht es um ein verborgenes Potenzial, das heißt, da darf sich was öffnen oder ist sich jetzt was am Öffnen, was dir längere Zeit verschlossen war. Dieses Portal hat etwas mit dir selbst zu tun. Ja, hier liegt auch der Schlüssel drin, der goldene. Die Toren gehen hier auf. Man sieht hier eine Person, die jetzt diese Tür aufstößt. Die Sonne kommt rein. Das sind jetzt wie so graue Rosen, ja, sinnbildlich, dass hier lange etwas verschlossen war in dir. Ja, die Liebe darf neu erblühen. Zu dir selbst, zu allem, was ist. Das Pflänzchen braucht jetzt das Sonnenlicht und Liebe, 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 um zu wachsen. Das ist der Schlüssel. Also dieses verborgene Portal, das ist ein Ort in dir, wo du dich wirklich, wo du weggeschlossen hattest, ja. Eben auch wieder hier Verletzungen, alte Verletzungen, Ängste, Unsicherheiten, was dich belangt, dein, wer du bist, bin ich gut genug, liebenswert genug und so weiter, Beziehungsthemen, eigene Herz, emotionale Herzthemen. Und das darf sich jetzt öffnen. Du bist dabei, das zu öffnen. Und der rosa Strahl, der rosa Andara unterstützt sich dabei noch. Und das Pflänzchen wächst jetzt schon. Deswegen auch hier noch das Schwarz, das Dunkel außenrum, genau, das war ja verschlossen. Das braucht jetzt ja erstmal ganz viel Licht und Liebe, damit die Blumen hier wieder farbig werden, dass sie wieder erblühen können. Die sind ja wie mumifiziert. Ja? Und so war auch der Same lange jetzt gelegen und jetzt fängt es an. Jetzt öffnet sich's. Bleibe bitte dabei. Öffne dich weiter. Schaue hin, hol dir deinen Schlüssel wieder, den du selbst da hineingeworfen hast in deine Löwengrube da unten, ja. Öffne dein Herz, lass es heilen, lass es wachsen, beziehungsweise es wächst ja, ja.
nähre es jetzt, pflege es jetzt, ja, und du wirst sehen, alles wird jetzt gedeihen, ja, das, was vorher grau und trüb war, wird jetzt langsam wieder farbig, es wird wieder bunt, es wird wieder blühen, wieder lebendig werden, das war ja ein Anteil in dir, den du ja komplett geschlossen hattest, ja, und ja, das ist, es fühlt sich ja dann wie tot an, da ist man ja auch dann gar nicht wirklich ganz beieinander, ja, das sind ja Anteile, die wir ja irgendwo abgekapselt haben. Und guck mal, das ist auch dein Kraftort. Und schau mal, hier hängt doch tatsächlich auch noch ein Herz, so ein Lichtherz vom Baum. Ein Kraftort. Das kann jetzt natürlich auch ein physischer Kraftort im Außen sein, den du aufsuchen darfst. Oder vielleicht hast du auch irgendwo so einen Platz bei dir in der Nähe. Das kann ja auch im eigenen Grundstück sein oder so. Oder draußen, wo du dich einfach immer wieder aufladen kannst. Und wo es eben darum geht, jetzt mehr und mehr das zuzulassen. Dieser Ort unterstützt dich. Wenn es einer im Außen ist, bitte, dann verbinde dich immer wieder mit der Energie dort und lass es in deine jetzt geöffnete Tür, Herztür hineingehen, in dieses Portal, was du da verschlossen hattest, zu deinem Pflänzchen, zu deiner Herzflamme, zu deinem Herzen, zu deiner Liebe, deinem Glauben. Hineinstrahlen, denn dieser Ort, diese Energie des Ortes wird dich da auch weiter dabei unterstützen. Ansonsten ist es auch der Ort in dir, der dir dann wieder Kraft gibt. Also, dass du dir praktisch dieses Portal, was du da verschlossen hattest in deinem Herzen, jetzt wieder öffnest, es darf wieder Licht rein, Liebe, es darf wieder, ja, sich öffnen, entfalten, dass dies eigentlich dein wahrer Kraftort ist, ja, dass das dein innerer Kraftort ist. Genau, aber der kann erst wieder ganz voll eben erblühen, erstarken, wenn du jetzt immer mehr wieder in die Öffnung gehst und diesen Licht hineinlässt und die Liebe fließen lässt und dich annimmst und anerkennst und dir vergibst. Hier geht es ja auch viel um Vergebung, Selbstvergebung und Vergebung vielleicht auch mit denen, die dich dazu gebracht haben, das dich zu verschließen, ja. Und dass du eben wieder selbst, dass dieser Ort in dir, in deinem Herzen jetzt wieder dein Kraftort werden darf und dass diese Pflanze in dir, das Neue, und es können jetzt Beziehungen sein oder einfach auch zu dir selbst, wieder jetzt ganz wachsen darf, ja. Es ist nie etwas zu Ende oder verloren, es entsteht immer wieder etwas Neues, wenn wir es zulassen, ja, und genau da bist du jetzt, und wir schauen mal noch mit den Runen, guck mal, hier geht es um Rückverbindung, die heilige Spirale, ja, Reliquio, Rückverbindung, Spiritualität, die Göttinnenkraft, überhaupt das Göttliche, ja, verbinde dich, gehe weiter den Weg, finde wieder zu deinem Spirit, zu deiner, ja, zu deinem Glauben auch, ja, wieder. Und wir schauen, die ist ja umgedreht, das heißt immer der Aspekt, und das ist die Familie. Hier geht es also auch um Familienthemen, das heißt auch Prägungen. Und wenn sie umgedreht ist, ist das der Aspekt, was noch nicht ganz klar ist, was noch da im Dunkeln ist mit dem Portal in dir. Ja, also diese verschlossene Tür, die da war, die du ja jetzt schon öffnest, wo ja jetzt schon alles beginnt, dass sie wieder dein Kraftort wird. Das kann sein, dass das irgendein altes Familienthema oder Geheimnis war, ja, was dich verschlossen gemacht hat oder wo du deine Tür zugemacht hast, ja, ob es jetzt mit der Ahnung, denk dran, das Ahnengedächtnis, das Ahnenfeld, ja, da nochmal Heilung reinbringen, zu erkennen, zu sehen, die Liebe fließen lassen, damit du dich selber nicht jetzt weiter hier blockierst, ja, und an diesen alten Themen festhältst, ja. Und das ist jetzt, ich denke, wir gehen jetzt in die Schütze, in den Schützemonat dann. Und da kommt das Licht, ja, galaktisches Zentrum. Wow, auch hier, wenn du da nähere Unterstützung brauchst, schreib mich an. Das wäre natürlich auch was für eine persönliche Sitzung mit mir, wo wir schauen können, dran arbeiten können, auflösen können. Ja. Ein altes Thema, was schon lange besteht, was du vielleicht auch übernommen hast, was du schon lange immer wieder mitträgst oder eben von einem Familienmitglied, Ahnenmitglied übernommen hast, ja, und wo wirklich, ja, hier eine große Verletzung auch stattgefunden hat, emotional, und dich auch irgendwo
mit abge wo du dein Glauben auch verloren hast, die Liebe und den Glauben, ja. Okay, ich bin, atme mal tief ein und aus, Pendel läuft schon. Beine nicht überkreuzen, nebeneinander stellen. Atme tief ein und aus. Wir bitten jetzt einfach darum, dass all das, dieses Thema, dieses Uralte jetzt ganz in die Heilung gehen darf, dass du mehr und mehr jetzt in deiner Liebe erblühen darfst, deinen inneren Kraftort, dieses Portal ganz wieder öffnen und durchfluten lassen kannst mit dem rosa Strahl der Liebe, der Meister und Engel und Lichtwesen. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich nehme mich an, so wie ich bin. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ich vergebe mir allen Beteiligten. Ich löse auf, bitte um Transformation all diesen alten Schmerzen, Schmerzes. Ich verbinde mich wieder mit meiner Gabe, meinen Potenzialen, meinem Glauben an die Liebe, die bedingungslose Liebe, die göttliche Liebe, die Liebe zu allem, was ist und die Liebe zu mir selbst. Atme. Also hier wäre auf jeden Fall nochmal zu schauen mit dem Ahnenfeld oder Familienfeld, vielleicht eine Aufstellung oder nochmal eine Vergebungsarbeit zu machen. Ja, wir lassen jetzt nochmal das reinfließen in die Heilung, in die Vergebung, die Akzeptanz. Atme tief ein und aus. Wow. Ich denke, du weißt es jetzt, um was es hier geht und auch mit welchen Familienmitgliedern oder und Elternthemen natürlich auch. Das kann jetzt nochmal ganz schön auffühlend sein. Lass es mal wirken. Das ist natürlich jetzt hier nur eine Mini-Blitz-Energiearbeit. Wie gesagt, geh selber da nochmal dran oder mit jemandem, der dich da unterstützen kann oder gerne, wie gesagt, kontaktiere mich oder buche mich und können wir gemeinsam schauen noch oder dran arbeiten. Lass es jetzt mal wirken. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Ja, kümmere dich jetzt gut um dich. Ja, lass es wieder gedeihen, wachsen, dein Glaube, deine Liebe, dein Vertrauen. Und ich danke dir, sei gesegnet, Mara May. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles, alles Liebe dir. Und ich sage hier Tschüss und bis bald.